Was wir nicht glauben, ist einerseits, dass es keine Götter gibt, keine Gespenster, keine Geister. Diese ganzen Fabelwesen glauben wir einfach nicht, dass es die gibt, ohne gute Begründung. Aber was wir glauben, ist, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass wir uns nicht als Gegner sehen sollten, sondern miteinander probieren sollten, auszukommen und miteinander versuchen sollen, irgendwelche, sagen wir nicht unbedingt Kompromisse, aber ein gemeinsames Verständnis entwickeln können für das, was der jeweilige glaubt. Und einer dieser Punkte ist eben das, was Daniel jetzt erzählen wird, nämlich den Ansatz des Humanismus, wo der Mensch halt im Mittelpunkt steht. Humanismus. Die Wurzeln des Humanismus reichen zurück bis zu den Dichtern und Denkern und Philosophen des alten Griechenlandes. Der moderne Humanismus entstand in der Renaissance, führte zur Entwicklung der heutigen Wissenschaft und regte neue Ideale und gesellschaftliche Gerechtigkeit an. Und im Wesentlichen steht der Mensch im Mittelpunkt, der Mensch mit seiner Vernunft, ja, mit seiner Rationalität. Und es geht darum, ausreichende Lebensgrundlagen für alle Menschen zu schaffen. Ja? Das Wohl der Menschen zu halten, zu vermehren, Leid zu vermeiden. Und das hat dann letztendlich Ausfluss in so Themen wie Demokratie, Frieden, Menschenrechte, Selbstbestimmung in vielerlei Hinsicht, freie Entfaltung des Menschen. Und so weiter. Einsatz für eine lebenserhaltende und lebenswerte Natur und Umwelt gehört auch zum Humanismus, da der Mensch natürlich quasi im Mittelpunkt des Humanismus sieht, aber er angewiesen ist auf seine Umwelt, auf die Tiere und so weiter. Ziel ist das Wohl des Menschen und seines Umfeldes. Dankeschön, Daniel. Vielen Dank für deinen Vortrag. Bruder Hamza, möchtest du dem Ganzen erst einmal was hinzufügen? Ja, also hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich bin ein Mensch, der gerne immer Nägel mit Köpfen machen mag. Und deswegen, wenn wir ins Detail gehen würden, welche Kritik genau haben Sie, also was sind die Hauptgründe dafür, weshalb man nicht Muslim wird? Ich bin jetzt ein bisschen sprachlos. Wir hatten dir das erklärt, dass das so rum irgendwie nicht funktioniert. Du kannst nicht sagen, wir haben so lange Recht, bis ihr uns zeigt, dass wir nicht Recht haben. Das macht absolut keinen Sinn. Guck mal, ich bin nicht überzeugt, dass irgendetwas im Koran Sinn macht. Und wenn ich dir eine ganz simple Frage stelle, dann musst du doch in der Lage sein, mir die Frage zu beantworten, ohne dass ich gezwungen sein muss, da irgendetwas zu widerlegen. Wir können die Wissenschaft höchstens nehmen, um den Koran zu bestätigen, aber nicht um den Koran zu widerlegen. Und was passiert, wenn die Realität und der Koran uneins sind? Dann warten wir so lange, bis die Wissenschaft so weit ist wie der Koran. Das ist aber nicht realistisch, weil wir werden nicht feststellen, dass die Erde im Zentrum ist und dass die Sonne sich um die Erde dreht. Das werden wir nicht feststellen. Wir werden niemals feststellen können, dass Mond und Sonne sich irgendwie begegnen werden in ihren Umlaufbahnen. Das wird nicht passieren. Das heißt also, es gibt unheimlich viele Sachen, die wir heute wissen, die eigentlich nicht passieren können. Skeptizierst du alles, was die Wissenschaft sagt? Würdest du alles unter Vorbehalt sehen? Also du glaubst nicht, dass irgendwann mal rauskommt, dass die Erde nicht rundförmig kugelförmig ist? Wenn sie das beweisen können, ja, dann sag ich hier, der Koran hat hier versagt. Warum nicht? Ich suche nach Wahrheit, aber nicht nach Gott. Aber bei uns, die Wahrheit, die bei uns ist, ist Gott. Aber die Wissenschaft kann auch viel Blödsinn sagen. Und wenn der Koran sagt, der Himmel ist grün, dann glaube ich daran, dass der Himmel grün ist. Dinge zu skeptizieren, ist genau das, was Wissenschaft tut. Sie überprüft, ist das denn wirklich wahr? Ja, ist der Koran wirklich von Gott? Und das ist nichts weiter als Wahrheitssuche.